So Leute, und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Splatoon. Es geht wieder weiter und heute gibt es Rangkämpfe. Es gibt Rangkämpfe. Da freut sich doch die Masse. Natürlich, jeder liebt doch Rangkämpfe. Und vor allem kriegt man bei Rangkämpfen relativ viel Experience. Das, was ich gerade brauche, denn ich bin kurz vorm Level Up, da kann ich eigentlich meine goldene MG spielen. Wie ich es im letzten Tag schon berichtet habe. Tag-Part. Oh, da sehen wir nochmal die goldene MG, die ich dann gleich kriege. Yay! Und man kriegt auch jedes Match richtig gut XP. Ich schätze mal so 3 oder 4 Matches und dann haben wir locker schon das Level Up, wenn wir gewinnen. Also wenn wir verlieren, dann nicht, logischerweise. Aber wenn wir ein paar Mal gewinnen, dann geht es schon ziemlich ab. Würde ich sagen. Würde ich mal behaupten. Okay, den haben wir auch geholt. Ist halt die Sache, dass wir auch noch gewinnen müssen. Oh, es ist sinnlos. Okay, das andere, der versteht das Prinzip nicht ganz. Der färbt hier die Basis ein. Naja, nicht so schlimm. Okay, irgendwie ist es immer das gleiche heute. Ich hole ein, er holt mich. Irgendwie ist es gerade nicht so cool. Ich würde mich freuen, wenn ich jetzt auch noch mal einen killen würde, ohne dass ich auch gleich sterbe. Aber naja, wer das Spiel nicht möchte, dann ist es auch nicht. Ich will es so nicht zwingen, das Spiel, ja. Ich will niemanden zu irgendwas zwingen. Oh ja, sehr schön. Das war ein schöner Move. Da haben wir ihn abgelenkt damit und hinterrücks ausgeschaltet. Das war dann mal ein richtig cooler Move. Okay. Oh, wir haben die Herrschaft. Sehr, sehr schön. Nicht mehr, meinte ich natürlich. Wir haben die Herrschaft nicht mehr. Oh, ganz unschön. Das ist Inferno, hat aber gesessen. So, dann haben wir Triffin. Und rein. Komm, den holen wir. Ich bin ja gerade so ein bisschen mehr auf Kills aus. Statt groß das einzufärben irgendwie. Ich weiß auch nicht. Okay, jetzt. Also wir haben. Es ist relativ ausgewogen im Moment. Jeder kriegt mal ein paar Punkte. Scheinbar teilen wir die hier fair auf. Okay, hier sind wir. Oh, verdammt. Was war denn das? Okay, da wird ja alles zerbombt. Ach komm, jetzt wollen wir, bitte, wir müssen das schaffen. Ich will unbedingt das Level 12 erreichen. Okay, das müssen wir wieder zu unserer Farbe alles machen. Sehr schön, die werden ziemlich. Ich bewache hier mal ein bisschen. Und ich sehe hier schon die ersten, die hier wieder einbringen wollen. Na komm. Double Kill! Oh, nicht so alle versteckt, oder? Okay, irgendwie war das klar. Irgendwie war das ziemlich klar. Ich hatte heute einen Double Kill in dieser Runde. Das sagt doch alles. Mehr oder weniger, eigentlich war das ziemlich noobig, aber egal. Aber eigentlich, also das Einzige, was an dieser Runde ein bisschen gut war, war, glaube ich, dieser Double Kill, aber sonst auch nichts. Oh man, hätte ich ihn wenigstens mal geholt. Der Airbrush RG. Oh, ich habe die gleichen Schuhe wie der. Schaut euch doch mal, mich doch mal an. Bin ich nicht wunderschön? Ja, ich spiele als Mädchen. Weil ich es kann. Nein, Spaß. Ich weiß auch nicht. Ich dachte mir, okay, irgendwie sieht das Mädchen zu manchen, zu so Standardkleidung viel besser aus. Und zu so übelst zerstörerischer Rüstung sieht der Junge halt einfach besser aus. Ich weiß auch nicht, finde ich zumindest. Deswegen habe ich mich jetzt einfach mal für das Mädchen entschieden. Oh, der da hinten. Holen wir mal. Sehr schön. Na komm. Oh, hier ist gerade gar keiner. Sehr schön. Ja, ich weiß, dass da einer war. Wow, Vorsicht. Okay, sehr schön. Ach kommt. Bleib's doch ein. Das ist die schwerere Basis hier zu kriegen. Okay. Nein. Schön durchhalten. Okay, ich muss die Stellung halten. Oh verdammt. Aber wir halten Stellung. Ah! Oh, war das knapp. Oh Leute. Ah nein, verdammt. Oh, diese Runde ist aber mal richtig spannend. Die ist aber echt cool, die Runde. Auch schon zu Ende. Okay, die Gegner haben gewonnen.
Schade, schade, schade. Ich habe mich hier nochmal richtig ins Zeug gelegt. Aber leider kriegt man, wenn man verloren hat, gar keine Punkte. Naja. Oder haben die... Ich bin mir gar nicht 100% sicher, aber ich schätze mal, wir haben verloren. Ja. 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 Nee, nur beim K.O.-Sieg war es so. Was, wie viele Punkte kriegen wir? Ich schätze mal ganz, ganz wenig, ne? Na komm, zeig jetzt her, wie viele Punkte wir kriegen. Boah, kriegen wir wenig Experience. Das ist doch nicht wahr. Meine Güte. Gib mir halt noch weniger. Okay, aber das lädt ja schnell, da muss ich ja nicht schneiden. Das ist ja unheimlich praktisch. Ich bin eine flotte Sprotte, okay? Okay. Sollte ich dazu noch sagen? Nein, ich glaube nicht. Ach genau, auf Stufe 13 bekommen wir die Waffe. Was sage ich denn? Stufe 12. Okay. Ich muss jetzt dieses Spiel spielen. Ich kann hier auf dem Gamepad das spielen. Irgendwie passiert ja nichts. Oh, ich kann Beat machen. Mensch, gerade wollte ich hier kreativ. Nein, okay, es ist nicht das beste Minispiel, aber es ist egal. Naja. Aber ganz nice die Minispiele trotzdem so. Die Ladebildschirme schon. So, da ist schon der erste wieder mit seiner tollen goldenen MG. Oh nee, nicht schon wieder die gleiche Stage. Ich hasse es. Hier gibt es nämlich so zwei komische Waffen. Das mag ich überhaupt nicht. Aber diesmal holen wir uns die hier direkt. Und dann haben wir schon mal einen großen Vorteil. Die da oben schalten mich aus. Ich wollte gerade sagen, die da oben holen wir auch. Aber nein, die schalten uns scheinbar aus. Gut. Gut, dann springen wir hier rüber schnell. Komm, komm, beeilen wir uns. Okay, ist gut. Ich färbe das mal lieber schnell wieder ein. So ist wieder alles eingefärbt. Ich werde mal hier ein bisschen Basis bewachen. Aber da hat scheinbar kein Interesse zu kommen. Aber der will mich austricksen. Der liebe Freund hier. Du bist... Oh, Tintitan, Tintitan, Tintitan. Verdammt. Oh, sehr gut. Leute, was war das denn? Von hinten hat er uns geholt. Ernsthaft? Habt ihr das gesehen? Das war mal ein richtig cooler Move. Oh, unsere Basis, unsere Basis, unsere Basis. Auf jeden Fall die Basis, die bei uns näher liegt. Unsere Basis ist nicht... Boah, mein Gott, das ist hier knapp. Leute, diese Runde ist echt spannend. Okay, aber ich schätze mal, das gewinnen wir. Es läuft nämlich gerade ziemlich gut. Für uns, und dann haben wir auch ein K.O.-Sieg. Der K.O.-Sieg, der schmeckt viel besser als ein normaler Sieg. Der schmeckt nämlich danach, dass wir die... Echt. Noch eine Sekunde und gerade ist der Zähler zu Ende. Oder angehalten. Als ob die uns jetzt noch besiegen. Boah, ich war mir gerade so siegessicher. Das sieht man aber, wie der Sieger enttäuschen kann. Okay, kommt. Wir feuern direkt. Okay, wir haben doch wieder die Herrschaft erlangt, aber dann haben wir gewonnen. Sehr schön. Ich finde auch die Rangkämpfe ganz nice eigentlich. Yeah, K.O.-Sieg. Läuft bei uns. Fast alle haben die Airbrush, bis auf einen. Und 20 Punkte. Yippie-ki-yay. Naja, so viele Punkte gibt es auch nicht. Aber es reicht. Und ich würde sagen, wir machen noch eine Runde. So, ich muss mich jetzt hier kreativ entfalten. Na? Okay, so richtig gut klingt es irgendwie nicht. Ich habe mir hier voll die Mühe gegeben, irgendwas zu machen. Nee, okay, das lasse ich, glaube ich, lieber. Am Ende ist es klingt eh nach nichts irgendwie. Oh, eine neue Map. Und hier sehen wir jetzt auch, dass es nur ein eroberbares Gebiet eigentlich gibt. Was war das denn für ein Satz gerade? Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie war das ein komischer Satz. Naja, naja. Egal, komm, wir gehen weiter. So.
Ach ja, Leute, ich wollte ja mal so einen Stream machen. Und in dem Stream will ich jetzt auch ein bisschen, werde ich auch Splatoon scheinbar jetzt machen. Habe ich beschlossen. Dieser Stream, ich weiß immer noch nicht, wann er stattfindet und wie ich das Ganze mache. Ein paar nette Leute geschrieben, dass sie es mir zeigen möchten. Ich habe mich aber noch nicht geäußert, weil ich ein bisschen busy war. Aber auf jeden Fall, ich werde den dann einfach, ich finde es eigentlich ganz cool, wenn ihr das macht. Also, da hat mir einer das gesagt, er kann es mir mit Skype, auf Skype über Bildschirmerfahrung zeigen. Das finde ich ganz nice und dann muss ich sagen, das werde ich auch machen, dann können wir das schon mal ein bisschen vorbereiten. Also, wir treiben die Gegner hier in die Enge, das ist eine sehr gute Strategie, finde ich. Und dann feuern wir, hier ist auch ein sehr schöner Platz, um zu feuern. Und hier oben. Sehr nice, hier kann man immer eine Tinte versinken. Da kommt gerade einer. Den holen wir. Schön. Paul ist dran. Yeah. Sehr schön. Ja, okay. Das ist wieder ein Chaos-Sieg für uns. Es sieht fast so aus. Leute, wir gehen jetzt heute mal richtig ab. Okay, aber wir wollen natürlich ein bisschen Action, nicht da oben rumstehen. Oh, da kommt er wieder. Aber den feuern wir jetzt mit der Tinsuka ab. Yeah. Sehr schön. Und da haben wir einen weiteren K.O.-Sieg für uns. Yeah. Das ist ein sehr schöner Abschluss für den Part, würde ich sagen. Zwei K.O.-Siege hintereinander. Wunderschön, muss ich sagen. Yeah, ich freue mich. Oh, jetzt kriegen wir aber gut Punkte. Nicht mehr lange und im nächsten Part erreichen wir dann Level 13 und kriegen das mit neuen Stuff. So, dann würde ich sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Immer schön liken, kommentieren, abonnieren und bis dahin. Bye, bye.